Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Ja, Folge 23, heute am 30.01. aufgenommen. Und ja, es ist ein bisschen Zeit vergangen, seit ich die letzte Aufnahme gemacht habe. Das war ja noch letztes Jahr praktisch. Ja, vermehrt werde ich jetzt auch das Let's Play Together weitermachen. Ich habe aber gerade mal einen Moment Zeit und dachte, ich mache mal wieder eine Folge Solo-Play. Ich habe allerdings ein paar Änderungen gemacht. Ich spiele jetzt nicht mehr Warrior, sondern auf Survivalist. Und Feral Horde habe ich eingestellt. Was habe ich noch geändert? Habe ich noch was geändert? Irgendwas habe ich noch geändert. Ja, egal. Wir starten einfach mal. Scheiße, war eh gerade Nacht, ne? Dann habe ich Schwere eingestellt. War vielleicht keine gute Idee. War jetzt vielleicht keine gute Idee. Ist ja noch Nacht hier. Ich wusste gar nicht mehr, was es jetzt war. Und mein Haus ist ja auch noch gar nicht richtig fertig. Sollte ich jetzt gucken, dass ich hier irgendwie mal irgendwie etwas Unterschlupf finde? Vielleicht kann ich mich einfach unsichtbar machen. Glaube eher nicht, aber naja, Versuch macht klug. Wie sah das denn eigentlich hier aus? Okay, mein Spawn ist noch da. Shit, bin schon hunted. Oh fuck. Man sollte auch nicht nachts den Schwierigkeitsgrad ändern, das ist vielleicht keine gute Idee gewesen. Gibt er denn mal hier? So, geht doch. Ich habe ein bisschen an der Geräuschkulisse, naja, ich habe es jetzt ein bisschen anders eingestellt. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Die Zombies schon relativ laut. Oh, schon wieder reparieren. Gut, dass ich die Nacht nicht auch noch länger gemacht habe. Das wäre, glaube ich, ein bisschen übel gewesen. Ja, wie gesagt, ich mache eine Folge und dann machen wir das Multiplayer Let's Play weiter. Der Randori, der scheint auch schon da zu sein. Hier kriegt doch noch irgendeiner im Sand, ey.
Unsere Dorfschau. So, da ist noch einer, der hüpft. Er weiß aber nicht so richtig, was mit sich anzufangen. Ich glaube, den Spielesound muss ich noch ein bisschen wieder runterdrehen. Alter, jetzt hat er mich getroffen. Sack. Stirb. Ach, undetected. Sehr gut. So oft wie ich ihm jetzt in die Eier geschlagen habe. So, jetzt bin ich hier in meiner eigenen kleinen Schießbude gefangen. Aber ich kann mich ja hier rausgraben, ist ja nicht das Problem. Jetzt müsste ich nochmal meine ganzen Sachen reparieren. Habe ich denn noch? Ach ja, ich hab ja noch. So, erstmal schön zusammenbauen. Ja, ich habe auch in den anderen Spielen gemerkt, ich brauche eigentlich gar keine... Ich muss das ganze Ding nicht hier aus Rebar-Frames machen. Das ist eigentlich überflüssig gegen die Zombies. Ja, da reicht auch, wenn ich normalen Beton nehme und das einfach vorne mit Metall verstärke. Deswegen kann ich mir die Rebar-Frames hier eigentlich schenken. Ich werde die jetzt, die ich habe, die werde ich schon verwenden, aber den Rest mache ich aus normalem Beton. Jetzt könnte es mal langsam wieder Tag werden. Wenn das Haus fertig sein sollte, irgendwann, dann werde ich die Schwierigkeitsstufe auf die höchste Stufe stellen. Aber im Moment reicht mir das jetzt erstmal. Das war ja gerade schon relativ kritisch. Bin nur froh, dass die mich nicht hier getroffen haben. Also, scheint eine gute Verteidigung zu sein, hier einfach mal so Blöcke rechts, links und dann hier so einen freilassen. Dann kann man die alle schön, ja, treffen. Das ist eigentlich ganz gut. Ich sehe gerade, ich brauche eigentlich mal Beton. Ich habe hier schon so viele Rebar-Frames. Überall stehen. Für Beton, was fehlt mir denn da? Ich brauche... Ja. Zement. Genau. Mal schon mal den Ausgang graben, weil sonst hänge ich hier gleich fest. Sekunde mal, ich passe mal kurz. Ich versuche mal kurz die Soundeinstellung anzupassen. So, jetzt habe ich das Ganze nochmal halbiert. Das passt jetzt. Jetzt ist meine Stimme etwas lauter. So, weil ich spiele gerade im EAG, deswegen muss ich im Fenstermodus aufnehmen. Und damit ihr jetzt nicht hier meinen Desktop seht, habe ich hier mal kurz meinen Pausebildschirm eingeschaltet. So, 5 Uhr. Soll ich mich jetzt schon rausgraben hier? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Steine habe ich auch nicht. Ich habe noch was zu reparieren. Habe ich auf jeden Fall noch Material. Das ist gut.
Wasser habe ich auch noch genug. Ich brauche eigentlich jetzt nur Zement. Ja, Zement. Ich hoffe, ich habe noch was im Haus. Sonst muss ich mal, ja, mir irgendwas besorgen. Wollen wir mal ein bisschen konkret werden, ne? 5.27 Uhr ist noch nicht so die Uhrzeit. Aber wenn jetzt einer kommt, dann renne ich halt. Könnte doch mal wieder eine neue Armbrust gebrauchen. Die sieht auch scheiße aus. Ja, das Stück Holz, das muss ich dann noch irgendwie wieder rauskloppen, aber ja, das hat jetzt erstmal keine Priorität. Ich brauche jetzt erstmal Beton. Ich schleiche mich mal rüber. Ja, das Solo-Let's Play geht auf jeden Fall hier weiter. Keine Angst. Es wird nur ein bisschen seltener werden, weil die Folgen werden jetzt auch nicht. Oh shit. What the fuck? What the fuck? Ah, scheiße, lauf! Lauf, Forrest, lauf! Sie rennen noch, sie rennen noch. Fuck, Alter, wie viel sind das denn auf einmal? Spawn Rate? Habe ich die Spawn Rate höher gestellt? Nee. Wollte ich auch noch machen. Gut, dass ich das noch nicht gemacht habe. Ach, guck mal, jetzt sind sie wieder langsam. 6.45 Uhr. Ja, komm her hier, Bitch. Guck mal hier, ich habe eine Taschenlampe. Schwein. Ja, was wollte ich sagen? Habe ich es gesagt? Ich weiß es nicht. Ich wollte sagen, ja, Solo-Let's Play geht weiter. Wird noch nicht so häufig werden. Täglich war wohl ein bisschen zu viel. So viele Abonnenten habe ich jetzt auch wieder nicht, dass ich da jeden Tag sich jemand das anguckt. Einige Videos sind noch gar nicht gesehen worden, deswegen ja. Das Let's Play Together wird wahrscheinlich ein bisschen häufiger erscheinen. Vorerst, weil da gibt es auch mehr Action. Boah, Alter, was ist der Neger hier von der Seite wieder hier? Boah, Entschuldigung, schon wieder das N-Wort gesagt. Das ist keine Absicht. Nur ein sehr negativer Zombie hier und ja. Ein Buch. Buch, Buch, Buch. Buch kann ich gebrauchen. Lass mal das Brass hier wegmachen. Aber es hilft mir auch nicht weiter. Shit. Mach ich ihn da. Holz kann ich auch nicht machen. Fehlen mir. Ach, mache ich halt welche. War das ein Schwein? Irgendwo ist ein Schwein am Kriegen. Ach du, was ist das denn? Hallo? Was geht da ab? Seht ihr das auch? 5 Millionen Zombies? Oh Scheiße, jetzt ist das Ding eh weg. Leute, es ist ja mal nicht lustig hier. Was geht hier ab? Ach, auch noch daneben, ey. Da geht der Kill-Counter wieder nach oben.
Na, solange kein Bitchköter dabei ist. Ist ja noch alles im Grün. Scheiße, wieder ein Buch, ey. Ich will das Buch mitnehmen. Fuck. Boah, schon wieder dieser Kopfwackler von der Seite. Mann, wir müssen einen auch immer überraschen. So. Alter, wie viel kommen denn da noch? Shit. So. Das hätten wir erstmal geklärt. Oh. Ach, ja gut, dann wirf die Taschen aber weg. Ist egal, brauche ich nicht. Haben die überall Nägel mit hier? Verband? Kann ich alles nicht mitnehmen? Scheiße. Ey, ich will doch nur da vorne zum Haus. Was soll das denn? Also Survivalist Einstellung macht normalerweise nichts am Spawn, also nur, dass ich mehr Schaden kriege und weniger Schaden austeile, aber das ist ja hier... Okay, ja gut, natürlich, ich habe Feral Horde eingestellt, das ist natürlich klar dann. Das wird wahrscheinlich die Einstellung gewesen sein, warum jetzt hier die ganze Armada kommt. Ja, so langsam klärt sich das hier wieder. Oh, Kriecher. Meine Güte. Undetected. Sehr gut. Jetzt habe ich hier eine ganze Folge fast nur damit verbracht, die Viecher rumzurotzen. Na, hier in mein kaputtes Haus. Hat ja auch jemand die Kiste hier angeschlagen. Sicher jetzt erst. Sniper-Teile hatten wir schon. Ja, sehr gut. Ja, können noch gesteckt werden. Sowas. Naja, Nahrung haben wir auch noch genug. Erstmal wieder einen Überblick verschaffen hier. Sieht hier noch soweit sehr gut aus. Steine habe ich auch. Zement, cool. Da ist noch ein bisschen was drin. Kann ich mal hier den befeuern. Na, läuft der noch? Nee, so. Jetzt habe ich genug Platz, um hier den Zement zu holen. Und ein bisschen Concrete zu machen. Ein bisschen Mix. Ich brauche aber mehr. Ich brauche mehr, 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 mehr. Am besten hole ich mir Steine. Ja, am besten hole ich mir erstmal eine neue Armbrust. Schon wieder das erste Opfer. Da hinten haben wir auch irgendeinen gesehen, aber der kommt nicht. Da ist auch wieder einer.
Nee. Das Fleisch kannst du behalten, Junge. Jetzt ist aber mal gut hier. Mensch. Da hinten fliegt eine Biene rum. Oh shit, der ist noch gar nicht zugemacht. Habe ich denn noch Holz? Ja. So, habe ich die Ecke schon mal. Wenn ich die unteren hier habe, kann ich ja eigentlich schon mal die... ach, ich mache jetzt alles hier. So, fertig. Einfach mal alles gießen. Na, Mist, das war's. So, jetzt mal gucken, kann ich hier... So, bisschen hacken. Natürlich wieder gnadenlos überfüllt. Was kann ich denn hier? Ach, guck, das kann ich doch verarbeiten. Auf jeden Fall sollte ich bis zur nächsten Nacht hier mal das Gebäude zumindest von der Wand her geschlossen haben. Dann habe ich zwar noch die Spider-Zombies, die reinkommen könnten, aber zumindest hätte ich mal etwas Ruhe. Was trinken sollte ich auch mal wieder? Ach shit, jetzt fehlt mir ein Frame. Okay, ja, 11 Steine, das reicht schon mal wieder für ein bisschen was. Ich bringe das jetzt noch zurück und dann ist die Folge auch schon vorbei. Und ja, dann geht's beim nächsten Mal weiter. Ja, wie man sieht, es ist immer noch nicht irgendwie eine neue Version, es ist immer noch die 10.4. Da hat sich nicht viel getan. Das wird wahrscheinlich auch erst... ja, Ende Februar, was? Ich hoffe, dass ich dann nicht neu anfangen muss. Es wird wohl einiges am Random Generator rumgebaut. Dann sollte man natürlich neu anfangen, weil es dann alles anders aussieht. Ja, mal gucken. Wäre natürlich blöd, wenn ich das schon wieder unterbrechen muss hier. Oder ich mache das einfach weiter und lass die... ja, geh einfach mal ein bisschen durch die Welt gucken in eine Stelle. Was macht der denn schon wieder drin? Hallo? Habe ich dich eingeladen oder was? Hallo? Spacko? Ja, und dann gehe ich einfach so weit in irgendeine Region, wo die Welt noch nicht... soweit erstellt ist, die dann aber dann in den neuen Modus schon erstellt wird. Hallo, was ist hier los? Ah, hier. Da ist der Hase im Pfeffer. Kommt hier hinten durch. Kopf? Ja. Mann, ich bin immer gnadenlos überfüllt. Es ist egal, was ich mache. Iron habe ich auf jeden Fall auch genug. Ich glaube,
glaube, ich hatte auch genug gesammelt, um theoretisch alles mit Stahlbeton zu machen. Bin ich mir relativ sicher. Aber ich brauche das im Grunde gar nicht. Kann ich das Metall auch für was Besseres gebrauchen? Ja, jetzt habe ich natürlich kein Feuerholz mehr. Ja, aber nichtsdestotrotz, Folge ist ja am Ende. Und ja, ich danke, dass ihr mal wieder dabei wart. Und ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder dabei. Lasst mir einen Kommentar hinterher und sagt mir, dass okay ist, wenn ich das jetzt nicht so regelmäßig mache. Oder ob ihr sagt, ja, ich hätte schon gerne mal öfter eine Folge. Das würde mich mal interessieren. Also, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, 7 Days to Die. Moment, die Kiste machen wir aber noch wieder hübsch. So, jetzt aber. Bis zum nächsten Mal. Ciao.